Auch kulinarisch gilt es, die Leidenschaft bei Björn neu zu entfachen. Dafür will Frank Rosin den Küchenmeister bei seiner Ehre packen. Wir beide haben jetzt einen Wettbewerb. Und jetzt kannst du den Zuschauern nämlich zu Hause zeigen, dass du es besser machst als ich. Nimmst du die Herausforderung an? Ja, sicher. Gar keine Frage. Gegen Frank Rosin zu kochen in dem Battle ist natürlich schon eine sehr große Herausforderung. Wir haben schon ganz schön die Füße gezittert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Muchacho, wir beide kochen jetzt gegeneinander. Lachssteak mit geschmorten Cocktailtomaten, Bandnudeln und frischen Blattspinat. Ich habe keine Bandnudeln. Dann nehmen wir Spaghetti. Jawohl. Alter, du hast jetzt die Chance. Du hast die Chance, allen zu zeigen, dass du ein ganz großer bist. Und das will ich jetzt sehen. Und deine Frau, die wird's blind probieren, welches Gericht besser ist. Ja, okay. Ich will, dass Björn richtig abliefert, 100% bringt und dass Frank zufrieden ist und sieht, er kann was. Dass Björn halt doch was drauf hat. Los geht's. Ach, ja, es ist schön, mal wieder richtig schön. Der Sternekoch gibt sofort Vollgas. Etwas langsamer, dafür hochkonzentriert, arbeitet Björn an seiner Kreation. So, wie weit sind wir denn? Schon eingeschlafen oder so? Ja, klar. Deine Frau verhungert gleich. Ja. Und dann komme ich als Ritter mit dem weißen Schimmel da hochgeritten und habe meinen Rotz schon fertig. Abwarten. Das war schon eine ganz schöne Herausforderung, muss ich sagen. Also ich bin ganz schön in Schwitzen gekommen. Aber ich habe jetzt leider keine Geschmacksverstärker. Scheiße. Was machen die da? Kannst du es denn jetzt ohne auch? Ich könnte dir Sojasauce geben. Sojasauce? Oder vielleicht ein bisschen Chilisauce. Während der Lachs beim Restaurantretter in 0,nix fertig ist, landet der Fisch von Björn erst in der Pfanne. Frank Rosin ist mittlerweile bei der Zubereitung der Soße angekommen. Mit schnellen Handgriffen landen Spinat, Weißwein, Tomaten und Tomatensoße im heißen Öl. Björn lässt sich vom enormen Vorsprung seines Kontrahenten nicht aus der Ruhe bringen. Er arbeitet fokussiert weiter an seiner Version des Gerichts. Ein erneuter Schuss Wein und Mozzarella-Käse runden die Soße des Sternekochs ab. Ich muss ihn noch machen. Nicht mehr viel. Die Sonne geht gleich unter. Ja. Ne? Also gut. Ja, wird Zeit, aber fertig werden, ne? Ja. Das Abendbrot gibt. Die Sticheleien während des Kochens bringen mich ganz weit nach vorne. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Okay, was machst du jetzt da? Noch ein bisschen Tomate rein, damit ich ein bisschen mehr Soße kriege. Und da ich meine Frau kenne und sie das nicht so sauer mag, hat sie gesagt, das soll für meine Frau kochen. Habe ich ein bisschen Zucker. Also, wir haben jetzt noch 4 Minuten, bis die Nudel fertig ist. Ja. Das ist eine Challenge hier. Da gibt es nur einen Sieger. Ja, ja? Genau. Und ich? Ich weiß, was sie gerne isst. Und daher habe ich mich ein bisschen drauf eingerichtet. Du willst deine Frau für die nächsten 10 Jahre fangen. So. Ja. Für mich war der Ansporn zu gewinnen. Ich bin halt ein Mensch, der möchte gewinnen. Ich weiß, meins wird besser schmecken. Druck aufbauen, Druck aufbauen. Wehe, du gehst einmal an mein Stück Essen. Würde ich einmal. Ja, abfaulen soll deine Hand. Abfallen. Es gehen dann ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf. Was hat er gemacht? Was hat er reingetan? Was könnte Caro gefallen? Was könnte ihr nicht gefallen? Und. Lalalala. Deine Frau gehört mir. Niemals. Für Björn steht alles auf dem Spiel. Er will sich mit seiner Pasta-Variation direkt ins Herz von Caroline kochen. Mit dem Abgießen des Nudelwassers ist die finale Phase des Wettstreits eingeläutet. Beide Köche geben beim Anrichten noch einmal alles. Im Showdown um das beste Nudelgericht will keiner dem anderen etwas schenken. Wer trifft den Geschmack von Hausherrin Caro? Wollen wir? So, dann los. Mach's gut. So, dann komm rein. Pass auf. Da-da-da-da. Der Mann ist ja ganz spannend. Aha. Die wird gleich blind vor Liebe sein. Du wirst nämlich jetzt blind verkosten. Keine Sorge, ich bin da. Hier ist dein Stuhl. Gut machst du das. Einfach folgen jetzt. So, und jetzt gebe ich dir Gericht Nummer 1. Pass auf, wir machen das so. Zack. 1, 2. Was schmeckst du da? Was Säuerliches? Mhm.
Also ich muss sagen, die Verkostung war für mich wesentlich schlimmer als die Challenge selber. Weil man natürlich dann der Krux der Wahrheit kommt. Ne? Das ist, da kommt es dann natürlich oft darauf an. So, jetzt kommt das nächste Gericht. Ist lecker. Nicht so würzig wie das andere. Aber auch so einen leichten säuerlichen Touch. So, warte mit deinem Urteil. Dann man nimmt dir mal die Augenklappe ab. Nummer 1 oder Nummer 2? Jetzt nur die Nerven behalten, Björn. Scheiße, du suchst den richtigen Teller raus. Nummer 1. Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das, was ich gekocht habe. Mega. Björn hat es tatsächlich geschafft und mit seinem Nudelgericht das Herz seiner Liebsten erobert. Ja, ich bin mega stolz auf Björn, ganz klar. Gegen einen Frank Rosin kochen und dennoch noch gewinnen. Wie gut, dass es blind war, sonst hätte mir wahrscheinlich keiner geglaubt. Lecker. So, guck mal. Hier nochmal, das hat er gekocht. Mhm. Ja, die Anrichteweise, ne? Das war mein Teller. Ja. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Anrichteweise ist natürlich hier bombastisch wieder, ne? Eindeutig, ja. Gut, Challenge gewonnen. Das war ein großer Schritt, mein Freund. Ja, ich bin gar nicht sauer. You're just so enjoying this. Ich kann ja jetzt jedem erzählen, ich habe Frank Rosin geschlagen. Nein. Aber das ist natürlich Selbstbewusstsein. Steigt das wahrscheinlich. Einen Segen habe ich verloren. Stell dir mal vor, die Blamage. Ha? Nee, also ich bin wirklich froh. Er hat gut gekocht, er hat das gut gemacht. Anrichten ist noch holprig. Aber sie kennt auch seinen Geschmack, glaube ich. Und das ist doch gut so. Ne? Und dann weiß man wenigstens, dass er einen Stil hat. Und darauf kann man aufbauen. Das ist jetzt wirklich endlich ein kulinarisches Fundament. Ist diese stabil genug, 20 Testesser zu tragen? Der morgige Tag zählt.